Hallo, liebe Leute, wir machen weiter mit einer Episode 11 Fragen an. Und ihr seht ihn noch nicht, aber ihr könnt den Namen schon lesen. Jetzt bei mir ist der gute alte Drelle. Und ja, stell dich doch mal eben selber vor für die Leute. Hallo, mein Name ist Drille. Ja, bin fortschreitend im Alter, formuliere ich mal so. Fast an die 30. ja. Ja. Weiteres kommt aus Deutschland, keine Ahnung, ist bekannt. Ja, dann Nö. schauen wir mal, was wir noch so von dir herausfinden können jetzt und was das Rad so von dir wissen will. Kalt oder warm duschen? Oh, also nach dem Sport habe ich ganz viel kalt geduscht, um einfach wieder runterzukommen. Seitdem der Sport nicht mehr an erster Stelle steht, ist das Warmduschen doch angenehmer. Sehr gut. Was hast du immer dabei, wenn du aus dem Haus gehst? Oh, klar, Portemonnaie, ganz klassisch, ne? Wenn man Geld zahlen muss, Handy, klar, man gehört auch immer noch zu dieser Generation, dass man auch das Telefon bei sich haben muss. Und tatsächlich Autoschlüssel, klar. Aber da ich noch etwas ländlich lebe, brauche ich den immer, weil sonst kommst du nicht so weit. Ja, das kenne ich. Wie reagiert dein Umfeld auf deinen StarCraft 2-Fetisch oder führst du ein Doppelleben? Okay, also StarCraft Fetisch, ich bin etwas verwirrt, aber okay. Nee, da ich mit mehreren Leuten schon aus meinem persönlichen Umkreis auch schon zusammengespielt habe, ist das eigentlich ganz entspannt. Also da, keine Ahnung, zwischendurch haben wir am Anfang noch viel mehr gespielt. Das hat sich über die Jahre, da ich ja schon 13 Jahre, ja, seit Release schon auf dem Buckel habe, ist das weniger geworden über die Jahre später. Aber nur eigentlich ganz normal. Gut. Ganz in Ruhe. Wie sieht deine Spielvorbereitung aus? Oh, Spielvorbereitung auf irgendwelche besonderen Spiele? Pff, gar nichts, einfach rein. Einfach rein. Okay, geht ja auch. Dann nennen wir doch mal drei gute Filme. Gute Filme. Puh, gute Filme. Also, ich bin ja noch etwas so Ende 20. Meine klassischen Filme waren damals klar. So die ma klassischen Marvel-Filme waren immer sehr gut. Transformers war auch früher auch ganz weit vorne mit dabei. Ja. Ja, als Kind waren Disney-Filme trotzdem noch schön. Kommen Kindheitserinnerungen hoch ab und zu. Ja, gibt es einen Disney-Film, der raussticht? Oh, ein besonderer Disney-Film. Oh, am häufigsten habe ich tatsächlich König der Löwen als Kind geguckt. Ich glaube, die habe ich damals auf Videokassette. Das kennen manche gar nicht mehr. Und rauf und runter guckt. Ich glaube, die CD haben wir sogar zweimal, also den Video mussten wir zweimal machen, weil wir es einmal kaputt geschafft haben beim Zurückdrehen. Das kennen viele nicht. Man muss sie Ja. zurückdrehen. Nee, das. Was motiviert und demotiviert dich zum Spielen? Motiviert natürlich das Gewinnen, ist klar, klassisch. Demotiviert, ja, wenn bestimmte Dinge natürlich nicht ganz so funktionieren, wie man es gerne hätte, keine Ahnung. Doch um 4:30 der Battlecruiser reinfliegt, Okay. Nein. Welche Fähigkeit einer Einheit der anderen beiden Rassen hättest du gerne bei deiner? Oh, warte mal. Ich sehe den Dings. Hier, vom BC, das Porten. Direkt mit den Ullis in den Gegner. Oder mit den Oh yeah. Banes. Mit den Banes wäre auch nicht schlecht. Okay. Das ist ja interessant. Ja, das könnte spaßig werden. Zur Replay-Liga. Hast du da einen Lieblingsgegner oder eventuell auch einen Angstgegner? Ich hatte tatsächlich einen. Da habe ich echt gedacht, dass das wird hart gegen Blue damals. Da habe ich echt gedacht, das war, glaube ich, das letzte oder zweitletzte. Nicht, glaube das letzte, was dabei war. Da habe ich echt gedacht, na, ich habe ihn ein bisschen angeguckt, was man ja bei den Gegnern so macht. Da habe ich echt gedacht, ja, das könnte mein persönlicher Endgegner werden. Aber, toi, 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 wie man weiß, ist es erfolgreich ausgegangen. Sehr gut.
Okay, sind wir wieder bei Nenne mir drei. Diesmal drei gute Spiele. Gute Spiele. Na gut, StarCraft, klar. Ist ein extrem gutes Spiel. Ne? Sonst wird es ja nicht so lange schon halten. Warcraft 3 habe ich auch extrem gerne gespielt. Auch verdammt viel. Und das dritte gute Spiel könnte ich benennen. Ja, Diablo 3 fand ich besser zum Beispiel als Diablo 4 bis jetzt. Wie reagierst du, wenn das nächste Ladder Game lädt und dein Gegner ist ein Barcode Kaczynski? So, da mache ich mir keine großen Gedanken. Also eigentlich nächstes Spiel. Mein Gott, also es gibt auch viele Barcodes mit Kaczynski, die das ausnutzen, obwohl sie gar nicht die Qualifikation des eigentlichen Dings haben, wo manche denken, eigentlich ist es ja meistens ein klassischer Master oder Ex-GM, der dachte, komm, heute habe ich mal ein bisschen Zeit zu trollen und gehe nebenbei 10 Minuten AFK. Aber es gab auch einige, wo ich dachte, nee, er hat das nicht verdient. Nee. Der Angstgegner ist nicht da. Deswegen, ich bin da ganz uneingenommen. Okay. Was war dein frustrierendes Erlebnis in der Replay-Liga? Oh, mein Frustrieren ist das. Ja, Trom Trom, es tut mir leid. Aber das eine Spiel, was ich gegen ihn verloren habe, weil ich habe mir das Replay wirklich mehrfach angeguckt, wo ich gesehen habe, ich habe bessere Economy, ich habe besser das. Aber gegen den Mech-Terraner bin ich einfach nicht durchgekommen und der hat mich einfach kaputt überfahren. Also so dieses, ich habe das wirklich mehrfach angeguckt, ich habe gedacht, ich habe da oben die Echsen, da die Echsen, da die Echsen, ich habe viel mehr und trotzdem bin ich hab Millionen Ressourcen einfach nur reingebuttert. Das tut mir bis heute noch weh. Aber er hat es verdient gewonnen, ist aber schuld, aber trotzdem, das ärgert mich halt einfach. Ja, aber gut, es kommen auch bessere Zeiten bei den Spielen Aber dann. und ja, wir sind auch damit schon durch. Dann würde ich Oh. sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist immer wieder gut, auch die neuen Leute mal wieder ein bisschen zu sprechen. Und ja, wenn du Ja. möchtest, kannst du noch kurz was an die Leute sagen. Ja, also ich kann nur jedem raten, da mitzumachen, ne? Also bei der Replay-Liga. Ich fand das echt sehr schön. Das ist auch sehr angenehm, auch zuzugucken. Und da ich das erste Mal mitgemacht habe, bin ich echt extrem positiv überrascht und finde es das gut, dass du es so machst. Ja, sehr gut. Das freut mich doch auch. Und dann, ja, danke an dich, danke an alle, die zugeguckt haben und ja. Schönen Tag, schöne Weihnachtszeit und so. Vielen Dank. Und gleichfalls.